Liebe Schwestern und Brüder in Christus, ja, wer ist im Himmelreich der Größte? Wer ist überhaupt der Größte? Das ist eine Frage, die uns beschäftigt und ja, die fast zu einer Qual geworden ist. Wer ist der Größte? Letzten Sonntag waren die Bundestagswahlen. Wer hat die meisten Stimmen? Wer hat am meisten bei uns in der Kirche Zulauf? Radio Horeb, wie viel Hörer hat es? Wer ist der Größte? Es gibt Wunden, die wir im Herzen tragen, Wunden, die von der Erbsünde kommen und an denen wir unser Leben lang irgendwie leiden. Es gibt Wunden, die uns andere zufügen, das wissen wir alle, das kennen wir, und leider auch Wunden, die wir anderen zufügen. Aber es gibt etwas in uns, was der Heilung bedarf. Und wenn wir heute das Fest der heiligen Therese von Lisieux, und eigentlich müssen wir ja den eigentlichen Namen sagen, Therese vom Kind Jesus und vom heiligen Antlitz. Wenn wir dieses Fest feiern, dann schauen wir nicht nur auf eine Heilige, die fast in jeder Kirche dargestellt ist. Es ist wirklich unfassbar, diese kleine Ordensschwester, die zeitlebens völlig unbekannt war, dass die in der ganzen Welt, in vielen Kirchen, in vielen, vielen Kirchen dargestellt ist. Ja, die Frage ist aber nicht nur, wie können wir sie lieb gewinnen, sondern hat sie uns etwas zu sagen? Hat sie unserer verwundeten Welt heute etwas zu sagen? Im Streben nach Größe, wo wir nicht mehr Gott die Ehre geben, sondern selber groß sein wollen. Im Streben nach Erfolg, wo wir selber etwas machen wollen und herzeigen wollen. Im Streben nach einem guten Namen. Jeder von uns will anerkannt, geschätzt, geehrt werden. Im Streben einfach etwas darzustellen. Therese von Lisieux, die Heilige, die diesen kleinen Weg gegangen ist. Wer ist im Himmelreich der Größte? Er rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, kommt ihr nicht in das Himmelreich. Ja, in Therese von Lisieux haben wir dieses Kind vor uns. Therese war dieses Kind, das uns Vorbild ist, in dieser Haltung des Vertrauens, der Hingabe, des Kleinseins vor dem Vater. Das Erste, was ich Ihnen sagen möchte und was Heilung in sich birgt, das ist die Liebe zu Jesus, die wir von Therese lernen können. Eine ganz tiefe, persönliche Beziehung zu Jesus. Die Welt ist verwundet, weil der Mensch sich selbst so wichtig nimmt. Der Egoismus ist so drückend auf uns und der Egoismus macht krank. Ja, Therese selber war eine Zeit lang sehr selbstbezogen, das wissen wir. Sie war sehr empfindlich. Sie hatte sehr viele Verluste zu tragen. Mit 4 Jahren hat sie ihre Mutter verloren. Und dann ist ihre Ersatzmutter, die zweitälteste Schwester, Pauline, in den Karmel gegangen. Wieder hat sie eine Person, die sie innig geliebt hat und von der sie so viel Liebe erfahren hat, verloren. So sehr, dass sie krank geworden ist. Überempfindlich. 10 Jahre lang in einer seelischen Not, ein Kind von 4 bis 14 Jahren immer wieder in Not, trotz aller Liebe, mit der ihre Familie sie umgeben hat.
Und dann kam diese Weihnachtsgnade. Am Weihnachtsfest, kurz vor ihrem 14. Geburtstag, wo wieder ein Ereignis war, das sie zutiefst verletzt hätte, normalerweise, ihrer Veranlagung nach. Ihr Vater hat ein hartes Wort verwendet, über das sie normal geweint hat, und plötzlich war sie stark. Aber sie selber beschreibt dieses Ereignis mit einem Satz, den wir uns wirklich ganz zu Herzen nehmen sollen. Sie sagt, an diesem Abend ist die Liebe in mein Herz eingekehrt. Das Bedürfnis, mich selbst zu vergessen, um anderen Freude zu machen. Und von diesem Augenblick an war ich glücklich. Das bezeichnet sie als ihre Bekehrung. Das Loskommen von der Selbstbezogenheit und dieses Offenwerden plötzlich für die anderen. Aber die Nächstenliebe, die sie gepflegt hat, hat ihre Quelle in ihrer tiefen Liebe zu Jesus. Bei ihrer Erstkommunion hat sie das so gefühlsmäßig erfahren. Sie schreibt in ihrer Selbstbiografie, es war ein Kuss Jesu, den ich erfahren habe. Jesus und Therese waren nicht mehr zwei, wir waren nur mehr eins. Sie muss bei ihrer Erstkommunion mit 11 Jahren wirklich erfahren haben, dass Jesus ihr ganz persönlicher Freund und Erlöser ist und dass er sie innig liebt. Aber von dem Augenblick an, als sie in den Karmel eingetreten ist, ist diese gefühlsmäßige Liebe fast ständig ihr abhanden gekommen. Es war Trockenheit und, wie wir wissen, die letzten 1,5 Jahre ihres Lebens nur mehr Nacht. Eine Qual, an den Himmel zu denken, sagt sie. Alles nur mehr Dunkel und Nacht. Und ich lese Ihnen jetzt einen Text vor, den sie genau in dieser Situation geschrieben hat. Es ist ein Gebet. Mein Gott, du weißt, niemals habe ich etwas anderes gewünscht, als dich zu lieben. Deine Liebe war schon in meiner Kindheit bei mir. Sie ist mit mir gewachsen. Und jetzt ist sie ein Abgrund, dessen Tiefe ich nicht ausloten kann. Liebe zieht Liebe an und darum schwingt sich meine Liebe zu dir empor, mein Jesus. Sie möchte den Abgrund ausfüllen, der sie an sich zieht, aber ach, sie ist doch nicht einmal so viel wie ein Tautropfen, der sich im Meer verliert. Die letzten Worte, bevor sie gestorben ist, am 30. September 1897, war: Mein Gott, ich liebe dich. Von der Selbstbezogenheit zu einer glühenden Liebe, aber die nicht mehr aus dem Gefühl kam, sondern aus dem reinen Glauben. Eine von allen Nebeneffekten sozusagen gereinigte Gottesliebe, die aber so ausgeströmt ist auf ihre Mitschwestern, gerade auf die Schwierigen, sodass die Schwester, mit der sie sich am schwersten getan hat, am Ende gesagt hat, ich bin ihre Lieblingsschwester gewesen. Und erst später ist man draufgekommen, das war die Schwester, wo sie überhaupt keine Anziehung gespürt hat. Die Liebe. Jemand hat einmal der heiligen Edith Stein geschrieben, ja, mit dieser Therese, da kann er nicht viel anfangen. Und Edith Stein schreibt dann dieser, so eine Ordensschwester sogar, schreibt dieser Schwester zurück: Mein Eindruck war nur der, dass hier ein Menschenleben einzig allein von der Gottesliebe bis ins Letzte durchgeformt ist. Etwas Größeres kenne ich nicht und davon möchte ich so viel wie möglich in mein Leben hineinnehmen. Ein Leben, das ganz von der Gottesliebe durchgeformt ist. Das bringt uns Heilung, zu wissen, dass wir von Gott unendlich geliebt sind und diese Liebe erwidern. Auch wenn es, wie Therese sagt, nur ein Tautropfen ist,
gegenüber der großen Liebe Gottes, diesem Ozean der Liebe, in dem wir eingetaucht sind als Kinder Gottes. Bitte, Schwestern und Brüder, vergessen wir das nicht in jeder Situation. Und wenn es uns so dreckig geht wie der heiligen Therese in den letzten Jahren, sie wusste, sie ist geliebt. Und sie begründet es einmal damit, sie sagt, Jesus ändert sich nicht. Jesus hat keine Launen. Jesus ist ewig. Und wenn ich einmal erfahren habe, eben bei ihrer Erstkommunion und in ihrer Kindheit, wie sehr er mich liebt, dann muss ich doch jetzt nicht daran zweifeln. Auch wenn ich gar nichts spüre. Auch wenn Jesus so weit weg zu sein scheint. Aber er ändert sich nicht. Ich weiß, ich bin für ihn innig geliebt. Und deswegen kann sie das schreiben. Liebe zieht Liebe an. Man könnte meinen, das ist ein Leben, so wie im Honeymoon, verliebt zu sein. Therese war nicht verliebt in Jesus, sondern sie hat ihn geliebt. Verliebtheit macht blind, echte Liebe öffnet die Augen. Und sie hat gewusst, sie möchte alles für Jesus tun. Einmal schreibt sie, Sie kennen vielleicht diesen berühmten Brief, einmal schreibt sie, sie möchte alles, sie möchte für Jesus alle Martern erleben. Sie möchte ihn verkünden in allen Erdteilen, zu allen Zeiten. Sie möchte Prophet sein, sie möchte Priester sein, um über ihn zu sprechen. Sie möchte alles sein, aber sie erkennt, sie hat überall Grenzen. Sie ist im Karmel und verrichtet einfache Dinge. Und dann schreibt sie in ihrer Selbstbiografie, nun denn das kleine Kind, sie meint sich selbst, das kleine Kind will Blumen streuen. Mit seinem Duft wird es den Königsthron umgeben und mit seiner silberhellen Stimme das Lied der Liebe singen. Ja, mein Geliebter, auf diese Weise wird sich mein Leben verzehren. Kein anderes Mittel habe ich, dir meine Liebe zu beweisen, als Blumen zu streuen. Das heißt, mir kein einziges kleines Opfer entgehen zu lassen, keinen Blick, kein Wort, aus jeder kleinen Sache Nutzen zu ziehen und sie aus Liebe zu tun. Aus Liebe will ich leiden und mich sogar aus Liebe freuen. So werde ich Blumen vor deinem Thron streuen. Wunderschönes Bild. Und man sieht, Therese hat erkannt, das Kleine ist so groß. Sie kann nicht Märtyrer sein auf dem Schlachtfeld des Antichrist. Aber sie kann eine Stecknadel aus Liebe aufheben und damit Seelen retten. Sie kann die einfachsten Dienste im Karmel tun, aus Liebe. Und damit das Licht Christi, das Licht Gottes, der die Liebe ist, in dieser Welt aufleuchten lassen. Und wo die Liebe ist, da ist Gott. Und wo Gott ist, ist Erlösung, ist Heilung. Wir alle, wenn wir bei unseren Leiden bleiben, bei unseren Wunden, wir alle leiden an diesem und an jenem, an Krankheiten, an anderen Menschen, an Situationen, an der Politik, was weiß ich. Und das drückt uns oft nieder. Das macht uns das Leben so schwer. Aber wenn wir das von Therese lernen, dann finden wir Heilung. Alles aus Liebe zu tun, alles anzunehmen, aus Liebe zu Jesus, dann wachsen wir, dann werden wir groß. Also nicht die starke Faust, die Muskeln zeigen und zu zeigen, was wir alles können. Ich denke mir oft, in der Kirche geschieht so viel Angestellte. Noch nie hat es so viel Gremien gegeben. Noch nie hat es so viel kirchliche Amtsträger gegeben. Im größeren Sinn meine ich jetzt, als jetzt. Man müsste meinen, die Kirche blüht. Aber warum ist das nicht so? Wenn aber Menschen aus Liebe handeln, aus Liebe leben, dann wächst die Kirche, dann wird sie erneuert, dann wird das Reich Gottes in dieser Welt lebendig.
Und noch ein letztes. Ich müsste Ihnen noch viel sagen, aber man könnte so viel sagen, aber noch ein letzter Gedanke. Therese ist bekannt für ihren kleinen Weg des Vertrauens, der Demut. Einer der letzten Briefe an ihre Schwester Celine, 7. Juni 1997, da hat sie geschrieben: Vielgeliebte Schwester, trachten wir nicht nach dem, was in den Augen der Geschöpfe groß erscheint. Das Einzige, was nicht geneidet wird, das ist der letzte Platz. Reihen wir uns demütig unter die Unvollkommenen ein. Betrachten wir uns als kleine Seelen, die der liebe Gott jeden Augenblick stützen muss. Sobald er sieht, dass wir von unserem Nichts überzeugt sind, reicht er uns die Hand. Ja, es genügt, sich zu demütigen und seine Unvollkommenheiten gelassen zu ertragen. Das ist die wahre Heiligkeit. Ein gewaltiges Wort. Therese hatte auch einmal gedacht, heilig sein, da muss man große Dinge tun. Da muss man sich einen Namen machen, da muss man Wunder wirken. Aber sie hat erkannt, nein, den letzten Platz haben. Der Größte unter euch, sagt Jesus, soll der Letzte von allen, der Diener aller sein. Den letzten Platz haben und mit sich selbst zufrieden sein. Nicht im Sinn, dass man sagt, so bin ich und ich werde mich nicht ändern. Das hat Therese auch nicht getan. Sie hat sich ein Leben lang um Heiligkeit, um Vollkommenheit bemüht, immer wieder ihre Schwächen bekämpft, aber nicht so mit einem Perfektionismus, sondern so, dass sie darauf vertraut hat, dass Jesus ihr alles wegnimmt, was an ihr voll unvollkommen ist. Ja, sie darf ein Kind sein. Und ein Kind, von dem weiß man, es kann sich selbst nicht helfen. Da muss der Vater, die Mutter kommen und dem Kind helfen, wenn es schwach und in Not ist. So hat sich Therese verstanden und so hat sie die Heiligkeit gesehen. Der Mensch, der Kind ist vor Gott, der sich vom Vater im Himmel helfen lässt, der sich erlösen lässt und der die eigenen Schwächen und Grenzen liebend annimmt, im Vertrauen, dass die letzte Stufe der Vollkommenheit ein Werk Gottes ist, nicht das Werk des Menschen. Und auch hier finden wir Heilung. Wir ziehen uns selber Wunden an, weil wir gegen uns selber kämpfen. Aber nein, lassen wir uns heilen von der barmherzigen Liebe Gottes. Nehmen wir diese Liebe in unser Herz auf und bleiben wir demütig. Sagen wir nach dem Vorbild der heiligen Therese ja zu unserer Schwachheit. Denn Jesus nimmt uns in die Arme und trägt uns empor zum Vater. Amen.